Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu New York Mysteries, Ausbruch des Virus. Und wir haben im Labor letzte Folge alle Hinweise gefunden und werden jetzt nun gleich einen neuen bekommen. Viel Spaß. Have you seen him, Travis? No, but I saw a man in a costume and a strange mask. That's him. Listen, that man is not in his right mind. Believe me, he's very dangerous. Do you know where he could have gone? I have no idea, guys. In recent months, while working here, Travis became completely detached, spent entire days in the laboratory. If I remember correctly, he bought half of a house in the suburbs. Isolated spot. If you want, you can look for his new address in the Institute directory. Thank you for your help. Hurry up, Will. This address for Travis has better be the right place. We need to find him and stomp him. You from social services? Yeah, that's right. Would you spare 2 minutes for us? Come on in. Unglaubliche Wendung der Story. Muss man schon sagen. Okay. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? So, das ist Travis' Haus. Und wir sind jetzt hier im Wohnzimmer bei der Dame. Gut. Lass uns mal mit der sprechen. I can spare you a whole hour if you're happy to take up some chores and help me clean up. Ever since I lost my glasses, I've been totally helpless. Clean up? Well, we'll help you. Although we came to see your neighbor, Travis. Do you know if he's home? Oh, I haven't heard from him in 2 weeks now. And thank goodness, ever since he moved in here, he's been poisoning me with all his chemicals. We just want to check in on him, and then we'll help you right away, ma'am. He doesn't open for anyone, not even me. Don't bother trying. Good thing I still have the key to the adjacent corridor. With volatile chemicals and reagents just behind your wall, you know, this whole underground laboratory could be a serious health hazard. Please, can you give us the key? We'll make sure there isn't a dangerous chemical leak and no harmful fumes in that part of the house. Oh, you're sneaky. I don't think so. First, you help me. Then we'll see about the key. I don't think so. So, was schreibt sie hier im Tagebuch jetzt? Mal schauen. Die Dame ist ein wenig verrückt. Okay. Gut, also wir müssen hier helfen aufzuräumen. Ah, das geht auch darum hier. Wo kommt denn das hin? Wo kommt die Katze hin? Ich muss alles ordnen, oder wie? Okay, hier ein Teppich. Sprossen sind überall verteilt. Absolutes Chaos hier. Eine Katze höre ich auch noch irgendwo. Das war irgendwie eine interessante Aufgabe, wo es so viele Dinge zu finden gibt hier. Also was wir hier alles für Kategorien haben. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir. Erstmal wird hier alles ausgeraubt. Okay, da müssen wohl noch weitere Dinge rein dann. Ah, alles was hier ist. So. Kann er den Schlüssel wieder wegnehmen. Da brauchen wir auch einen Schlüssel. Da wird aufgeräumt. Das ist ein Objekt. So, ah, hier kommen die Gegenstände hin. Da ist eine versteckte Tür dahinter. Oh, die Katze. Die hat, glaube ich, Hunger.
Ja, die muss noch absichtlich dahin gehen, dass ich sage, ja, merke, dass da was Verstecktes ist. Gut, hier ist noch was. Da hat die Glück, heute wird richtig aufgeräumt hier. Kehrbesen. Okay, lass uns mal schnell zurückgehen. Da geht's ja gleich weiter. If you could also find my glasses in all this mess, check the closet. So. Ah, müssen hier die... Muss hier die Erde und all mögliche rein. Sack mit Erde. Sack aufschneiden, das können wir noch. Sehr gut. Gut, und jetzt brauchen wir noch zwei Pflanzen, die uns da noch fehlen. Also, ah, hä, warum, jetzt liegt die Decke plötzlich da. Also, da ist auch noch was am rumliegen. Hier sind so Katzenbilder. Und beide wären auch wieder Sammeldinge. Und die liegt ja zum Beispiel da rum. Ah, die kommt hier auf den Tisch, das auch. Ich habe ja keine Ahnung, wo das hin soll. Nein, dahin nicht. So, wir können hier die Erde mit dem Besen. Ne, geht nicht mit dem Besen. Anscheinend, okay. Muss wahrscheinlich danach noch gießen. Gardinenstange reparieren. Ist der, ah, das sind die Gardinen oder wieder. Okay, und hier ist auch noch was. Pinsel. Ein Regal für Fäden, genau, ich habe noch nicht alle. Und sonst ist da nichts. Pinsel. So, ein Bild, das gerade hängt. Also das ist die Wohnung, ist Gardinenstange. Mit dem oder was? Ah, okay. Dem Kehrbesen. Ach hier, das ist ein Kleiderhaken. Ach so. So, jetzt sieht es ja schon viel besser aus. Da ist noch was drunter. Da ist auch noch was versteckt. Da ist noch ein Faden. Also das sieht hier aus. So, wir haben 10 von denen. Pinsel. Wird säuberlich, wird hier alles weggemacht. Sehr gut. Dann nehmen wir natürlich die Gießkanne. So. Gut. Wir haben auf jeden Fall die Wollknäuel schon alle beisammen. Es fehlt nicht mehr viel. So, und die Brille. Die hieß es ja sein Kleiderschrank. Ist jetzt hier sonst noch was? Ah, Kellerschlüssel haben wir auch noch. Ist der hier? Ja. Dann lass uns mal schnell da reinschauen. Sammle die farbigen Würfel. Okay. Ah, die kommen dann genau hier rein. Das waren die ersten farbigen Würfel, die ich gesehen habe. So gesehen. So, hier drin ist auch einer. Das ist eine Schere. Können wir da das... Ah, den Schlüssel können wir wegmachen. Ne, das ist ja wohl nicht. Okay, irgendwo können wir jetzt was aufmachen mit dem, da unten. Ein weiterer Würfel. So, hier sind auch nochmals zwei weitere da drin. Irgendwie cool, die Aufgabe. So, wenn man nicht immer da reinklicken würde, da ist noch eine Gartenschaufel für irgendwas. Hier ist noch was versteckt. Da ist noch einer. Es sind noch 7 da. Hier. Aber wo denn? Ich brauche dünnes, feines, das... Ah, hoch geht. Etwas Hartes zum Draufschlagen. Ja, der Ziegel. Ach.
hat einfach mal die Diele kaputt gemacht da. So, ah, das Geschenk geht ohne Probleme auf. 3 fehlen uns noch. In der Lampe. Okay. Jetzt wird es langsam fraglich, was hier noch aufgemacht werden kann. Da wäre ja noch so eine Gelegenheit, sage ich mal. Brecheisen liegt da auch noch, aber... Boah, sehe nicht mehr viel. Ah, da ist noch eine Hatch. Das ist das Brecheisen wahrscheinlich. Dass ich das vorher nicht anklicken konnte, dann hätte ich schon gemerkt, dass es da noch runter geht. So, da ist einer. Brauche einen Hebel, der liegt hier. Dann ist der Eimer auch oben. Und wir haben das Würfelset zusammen. Ach Gott. Lege die Würfel so in die Box, dass ihre angrenzenden Seiten gleichfarbig sind. Und die sind gesetzt, gehe ich mal davon aus. Okay. Brauchen da pinke. Ja, ich kann sie nicht drehen, interessanterweise. Gut. Ich kann den noch da anfügen. Also man kann so ein bisschen Ausschlussverfahren. Und jetzt sehen wir, das ist schon mal falsch, weil ich kann die hier nicht weiter anschließen. Also der darf nicht dahin. Da muss da der hin. Ich muss die wieder wegnehmen hier. So, die auch. Okay, dunkelgrün auf der rechten Seite ist der. Und jetzt kommen blaue. Ah, ich kann vielleicht auch bei dem mal schnell schauen. Dunkelblau gibt es 2 Optionen. Gehen wir mal mit der. Dann bräuchten wir hier hellgrün links. Geht nicht, also weg. Müsste es der sein, bräuchten wir rot auf linker Seite. Ist der. Sehr gut. Und dann kann wahrscheinlich einer von denen hier reinkommen. Wow, der Rest ist relativ random. Irgendwie. Also. Der ist auf der falschen Seite postiert. Irgendwie. Weil die passen ja alle rein. Wenn man das jetzt mal so hinlegt. Ah, doch. Nee, das geht ja so nicht. So, wenn schon. Ich mach's jetzt mal hin, so zum Beispiel. So. Jetzt sehen wir, die würden passen. Okay, der weg, der weg. Der passt nämlich hier. Und der passt hier. Einfach so per Zufall. Aber wirklich. So, jetzt schaue ich da. Pink geht aber nicht hier hin. Weil wir keine Pinkes nach unten haben. Also der muss weg. Aber die Mitte, ich denke, das stimmt so. Das geht fast nicht anders. Dann machen wir den. Haben wir gelb nach unten? Hätten wir, ja. Gelb nach links. Der. Dann wieder blau nach links, so und so. Jawohl! Solche Rätsel mag ich. So mittelschwere, sag ich mal. Jetzt nicht super schwer, aber so mittelschwer, das ist ja okay. Ah, da kommt hier rein. Dann haben wir da auch noch den letzten Faden. Und gibt es hier sonst noch was? Okay, um an die Geheimtür zu kommen, muss man da die Schrauben öffnen. Natürlich mit dem Messer. Ist ja klar. So, wir schneiden die Tapete noch richtig ab. Gut. Und das wird dann der Weg sein, den wir gehen können. Wir können jetzt hier noch die Fäden komplettieren. Und die Brille übergeben. My glasses. Thank you very much. Here's the key as promised. So, das war sehr nett, liebe Dame. Aber wirklich sehr nett. Wir haben alle Sammelgegenstände eingesammelt und können jetzt hier durch die Tür gehen. Okay, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Im Hinterraum. Okay. Ich möchte aber trotzdem noch prüfen, ob es da noch sonst was zu holen gibt. Wir können auch schnell mal auf die Map schauen. Es gibt hier auf jeden Fall, aber gut, was zu machen ist, ist durchgehen, aber
Es gibt keine Sammelgegenstände in diesem Raum. Okay. So, here we are at Travis's. We need to carefully examine everything. We might still be able to figure out what he's planning. Okay. Wir müssen seinen Plan kennenlernen. Da ist auf jeden Fall Handbuch zur Fotografie. Evakuierungsplan und ein Foto. Okay. Da ist etwas drin, aber wir können die Taste nicht drücken. Gut, hier hängt was an der Wand. Kombination vom Safe, die muss man sich merken. Also wir schauen wieder drauf, wenn wir... What did he photograph? Let's try developing the film. Okay. Gut, wir müssen da auf jeden Fall... Da brauchst du dann die Dinge da drüber. Da geht es noch eine Tür weiter. Wir schauen aber erstmal hier noch rum. So. Da brauchst du Schlüssel. Die Musik macht so spannend. So überhaupt spannend. So, da ist noch was Verstecktes. Also da. Ich glaube, wir kommen zurzeit nicht weiter. Wir gehen mal. Jetzt würde ich hier am liebsten aufräumen. Jetzt, wo wir drüben alles so schön aufgeräumt haben, sieht es hier ja Katastrophe aus. So, was ist da drin? Ein Schlüssel. Aha. So, was hat er hier sonst noch so versteckt? Also das Messer, das haben wir schon so oft gebraucht. Das ist richtig cool. Suggestion in an altered state of consciousness. Have you heard about the research in this field? While people were under the influence of psychotropic drugs, they were shown various images and inspired with particular beliefs. Maybe Travis did something like that to you, to convince you the epidemic was already in full swing. Das könnte natürlich gut sein. So, da ist was für Fotopapier, ist auch da drin. Aha. So, schauen wir da noch ein bisschen rum. Ah, Sammelobjekt. Hier oben nichts. So, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie wir das mit der Kamera machen müssen. Hier haben wir die Küche. Da gammelt schon ein bisschen im Kühlschrank. Es fehlen Tasten, selbst beim Kühlschrank fehlen Tasten. Ah, es ist ein Wimmelbildspiel. So, ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht aufs Gesamte bezogen, oder? Nee, auf den Kühlschrank bezogen. So, dann es werde Licht. Alter. So, hier muss ich die Bienen abwehren. Wir haben auf jeden Fall hier mal eine Taste. Kann er mal reinmachen. Eine Metallhalterung. Ich muss den Kühlschrank einschalten. Okay. Da ist auch noch eine Taste. Einfach so im Burger drin. Das ist unglaublich. Der Kühlschrank, der sieht ja aus. So, also zweite Taste rein. Stück Karton haben wir. Okay, die krieg ich da weg. Der Rauch. Wir brauchen was Rauchiges demnach. Aber wo? Weil was hat's da noch? Da ist noch eine Zange. Da oben? Ah, hier kommt noch die Halterung hin. Das ist so untypisch für einen Kühlschrank. Aber wirklich. Ah, da wird noch eine Zange zusammengelegt. Da braucht es noch eine Schraube. So. Mitnehmen. Gut. Dann gehen wir hier hin mit dem... Gibt es ein bisschen Feuer. Jetzt kann man den einschalten. So. Jetzt wird es kalt. So. Ah, wir haben jetzt einen Dosenöffner, so gesehen. Das ist einfach eine Taste, ja genau. Absolut ist das eine Taste. Hier auch. Einfach so ein Burger noch da drin. Gut. Drücke die Tasten in der richtigen Reihenfolge. Achte auf die Formen auf den Tasten.
Okay. Ich frage ist, was ist denn die Formel? Habe ich die Formel schon irgendwo gesehen? Vielleicht da. Das ist ein ganzes Labor. Da können wir ein Foto entwickeln. Also wir haben hier. Kann ich das irgendwo hinlegen? Noch nicht. Oder. Da, die Anleitung. Sehr gut. Also als erstes kommt die Packung hier hin. Dann brauchen wir das da. Wo kommt der Film? Noch nicht anscheinend. Papier müssen wir aufschneiden. So. Das kommt da rein. Wir brauchen Flüssigkeiten, ja. Also da kommen wir noch nicht weiter. Hier, was hängt denn da? Familienfoto am Trocknen, oder wie? Da gibt's Wasser. Ah, okay, da können wir dann das unentwickelte Foto reinlegen. Es muss irgendwo eine Anleitung geben für diesen Kühlschrank. Bin ich fest überzeugt. Ich wollte nur schnell hier zurück. Das war's aber auch schon von der heutigen Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss!